und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo! Und Epic ist jetzt einfach schon direkt dunkel. Oh. Wir sind hier sofort drauf. Und Moment mal, beim letzten Mal haben wir einfach unser schönes Dorf fertig bekommen. Es sieht so süß aus. Wir haben jetzt auch hier komplett das Bürgerhaus fertig, beziehungsweise das Rathaus. Ohne irgendeinen Bürgermeister. Der wird aber irgendwann kommen. Und wir sind hier auch gerade dabei, die ganzen Villager zu vermehren. Ich weiß nicht. Ich habe kein Brot mehr dabei, glaube ich. Sonst könnten wir da nochmal ein bisschen was reinmachen. Und wir haben die Golem auch gemacht. Ja, oh mein Gott. Aber ich würde sagen, wir lassen die erstmal da drin, ne? Und gucken mal, wenn wir wieder ein bisschen Brot haben, dass wir die noch ein bisschen vermehren. Dass wir halt so ein richtig krass großes Dorf haben irgendwann. Ja, mit ganz vielen Einwohnern. Eben, genau. Ich glaube, das ist ganz cute. Und heute werden wir uns mal wieder ein bisschen zurückbegeben, aber nicht komplett. Denn ich habe mir gedacht, wir haben jetzt hier das Dorf, wir haben unser kleines Dorf und vielleicht sollten wir so eine kleine Verbindung erschaffen. Und da dachte ich mir, wir könnten einen Bahnhof bauen. Und zwar hier sozusagen an der leeren Fläche. Da war ja auch mal deine Autobahn, ne? Genau, ich habe die Verbindung. Also ja, wir haben hier eine Verbindung. Genau. Die können wir sogar nutzen dann theoretisch für die Schiene. Eben, genau. Und ich habe mir gedacht, hier kommt dann einfach ein Bahnhof hin, damit wir halt einfach eine Verbindung haben. Ihr müsst euch vorstellen, hier kommt dann sowas wie ein Hauptbahnhof hin. Also so eine große Fläche, wo man sitzen kann. Mit mehreren Gleisen und mit Weichen. Eben sowas. Ja, und dann machen wir halt kleine Stationen, die dann halt richtig befahren werden können irgendwann. Natürlich, wir haben nicht so viel Eisen. Also, ja, wir können jetzt heute keine Strecke machen. Wir sollten erstmal schlafen gehen. Stimmt. Dann holen wir uns ein bisschen Holz, würde ich sagen. Und dann gucken wir mal, dass wir das schon mal so grob anfangen. Und vielleicht zur Not konnten wir auch mal ganz kurz Minenschächte aufsuchen. Ich weiß auch noch, wo wir einen unten haben. Da können wir uns dann auch die eine oder andere Schiene einfach klauen. Ich Stimmt. bin im Bettchen Hallo. Jetzt. Bin bei dir. Ich schau mal ganz kurz noch unten ins Lager rein. Ja. Wie viel Eisen wir dort haben. Aber ich glaube, wir haben tatsächlich... Ich habe 18, glaube ich, im Inventar. Oh, also ja gut. Wir haben einen Eisenblock und noch ein bisschen. Also nicht vielleicht viel. Können wir die eine oder andere Schiene schon machen. Vielleicht können wir die ja bei dem Bahnhof schon platzieren, dass wir wissen, wie die Schienen oder die Gleise dort gelegt werden. Okay, gute Nacht. Schlaf gut. Ich habe jetzt ein bisschen noch verzaubert. Ich habe mir zwei Äxte gemacht. Also wir brauchen auf jeden Fall Holz. Und ich denke, Stein habe ich ein bisschen. Ich habe 2 Stacks und 18. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen Eiche holen. Und dann können wir uns daran machen, das zu bauen. Was machst du jetzt genau? Also ich hole Holz gerade nochmal für uns. Auch Holz. Eiche? Ja. Okay, gut. Ja, mache ich auch. Okay, das geht relativ schnell mit der Axt. Ich würde sagen, ich gehe auch schon mal dann zu unserem zukünftigen Bahnhof hin und platziere da schon mal Öfen, dass ich den Cobblestone braten kann, um dann Cleanstone bzw. Bricks zu machen. Oh, ja. Hallo, wir sind ja, wir haben uns überlegt, das aus Stone Bricks zu machen. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon so vermittelt haben, dass wir sozusagen Stone Bricks machen, Holz, ein bisschen Zaun, ne? Das ist auch ganz cute eigentlich. Wo und haben wir hier? Wie viele Gleise wollen wir haben? Also wie viele Schienen sollen ich weiß ankommen? Nicht. Also es ist, soll ja ein Hauptbahnhof so ein bisschen sein, ne? Wir haben auf jeden Fall logischerweise eine Verbindung ist ja schon vom Dorf zu unserem. Ja, genau. Dann, wir könnten noch... Ja, also ich würde so nebeneinander ein paar machen. Also als hätte man so Echt, mehrere... 4, 5 Stück. Ja, das ist eine gute 4, Idee. 4, 5 Stück? Boah, ja, das ist vielleicht ein bisschen viel, oder? Ich weiß es nicht. Ja gut, wir können ja auch die Bahngleise doppelt benutzen. Ja, also wir klar, können ja eins stimmt. in der Mitte machen und links und rechts. Boah, ich kenne mich mit Schienen halt null aus, ne? Also so ganz und gar nicht. Aber wir werden es sehen, Ich würde sagen, vielleicht machen wir aber erstmal den... Oder willst du zuerst die Schienen machen oder zuerst den Komplex sozusagen? Also wir machen ja jetzt nichts Überdachtes sozusagen, sondern nur so, also schon überdacht, aber halt ja, ich jetzt würde sagen, kein Bahnhof, wo man kaufen kann was. So hinplatzieren. Ja, genau. Ja, machen wir das erstmal so. Okay, ich hab so eine Überlegung, wie der Hauptbahnhof aussehen soll. Ich hoffe, ich kann sie dann gut vermitteln. Und wir haben uns hier einfach erwischt. Hallo? Hallo, guten Tag. Vielleicht sollten wir anfangen, das nachzupflanzen. Ja, tatsächlich. Ja, ich hab ganz viele Sepplings. Weil wir haben sehr wenig Eiche hier irgendwie. Wir haben schon viel abgeholzt auf jeden Fall. Okay, ich habe auf jeden Fall schon einiges an Holz. Wir sehr können gut. ja mal damit anfangen, vielleicht erstmal, ich muss erstmal das ganze Stein braten. Ja. Und dann können wir vielleicht erstmal die Plattform bauen. Mhm, genau. Also, ja, ich kann es leider nicht so gut sagen, wie ich es mir vorstelle, aber ich zeige dir gleich mal, was ich meine. Okay, ich komme mal zu dir. Wir brauchen auf jeden Fall am Anfang, brauche ich auf jeden Fall Stone Bricks. Ja.
Ja. Hast du schon das ganze Holz reingemacht in die Öfen? Oder machst du es gerade? Ja, ich gerade rein. Okay. Ja. Ich hatte auf jeden Fall schon ein bisschen Cleanstone dabei, deswegen zeige ich dir jetzt mal, wie ich es meine. Also, pass auf. Wir machen jetzt erstmal hier ganz viele Stonebricks hin. Ganz, ja. ganz viele. So, bis hierhin und dann halt vielleicht bis... Ja, schon ein bisschen, ne? Bis hierhin vielleicht? Ja. Und dann machen wir erstmal hier die Strecke, sozusagen, okay? Da kommt die Schiene hier oben drauf? Nein, oder das ist der Bahnhof. Nee, die Schienen würden hier erst kommen. Ah, verstehe. Das ist das Gebäude. Das ist das Gebäude, sozusagen. Beziehungsweise, ja, mal gucken. Die Wartehalle und sowas. Ja, sozusagen. Also, ich habe da wirklich so eine kleine Idee. Also, du musst dir vorstellen, wir haben dann hier in der Mitte wie so ein kleines überdachtes wirklich Häuslein. Und an der Seite haben wir da nur noch mit so Fans als Stützen ein überdachtes Dach und dann kann man da aber draußen stehen, sozusagen. Ah, ja, verstehe. Ja, es ist sehr schwierig zu erklären. Wir müssen jetzt erstmal ganz viele Stormflicks hier hinmachen und die Betten hast du auch dabei, hoffentlich? Ja, die habe ich dabei. Aber ich glaube, wir müssen schlafen, wenn ich ehrlich bin. Wir brauchen halt ganz schön viele Stormflicks dafür, der Creeper, ne? Der ist wieder da. Oh, nee. Ah, du kannst ihn wegstellen, dann kriegst du Erfahrung. Sehr gut, gute Nacht. Oh, ja, wir können noch nicht schlafen, aber die Monster sind schon da. Gute Nacht und guten Morgen. So, okay, dann machen wir jetzt erstmal hier überall Stompricks hin, so gut wie es geht. Vielleicht machen wir es auch noch ein bisschen länger, ich weiß es nicht. Okay, ich glaube, das sieht ganz cool aus. Genau so. Ich habe mir überlegt, vielleicht könnten wir hier auch so eine... Oh, das ist blöd. Sowas noch nebendran? Oder ist es doof? Moment mal, kommen hier die Schienen hin? Nee, das ist einfach nur so als Podest-mäßig, dass es nicht so... Ah, dass man nicht so hochspringen muss. Dann würde ich das aber noch eins runterbauen, ja. Dass es nicht höher ist als alles andere. Ja, theoretisch. Moment, können wir es so? Ja. Nee, darauf kann man keine Schienen platzieren. Nee, kann man nicht. Also müsstest du es nach unten machen. Hier auf dieser Höhe, hier müsste das sein. Ja, okay. Oder ist es blöd? Aber, ich dachte eigentlich, dass das die Bahnsteige sind, ehrlich gesagt. Ja. Guck, man steht hier und hier ist die Schiene, dass man hier fahren kann. Ja. Dass man hier auf den verschiedenen Plattformen ist. Okay, also der Epic verlegt gerade die Schienen. Wir haben uns jetzt für Stonebricks entschieden als Bahnsteige. Das heißt, man geht hier immer noch rumlaufen können. Ich mache jetzt hier gerade meine Vision von dem Hauptbahnhof und dass ich euch das nochmal verdeutlichen kann. Hier oben drauf kommen dann Slabbies. Da kann man dann einfach hier drunter stehen. Hier gibt es vielleicht ein paar Sitzplätze. Und in der Mitte machen wir dann das Haus. Jetzt ist nur die Frage, wie soll das Haus aussehen? Aus Holz? Ja, ne? Oder? Ja, würde ich sagen. Okay. Das soll aber ja nicht so einfach so ein Holzhaus sein. Es soll ja nicht aussehen, als würde da jemand jetzt wohnen, ne? Das muss schon natürlich nach Bahnhof aussehen, das stimmt ja, schon. Ja, ich weiß halt nicht, wie Bahnhof aussieht, wenn ich ehrlich bin. Ich kann jetzt hier die Abstände messen. Wie groß sollen das sein? Groß? Klein? Ich würde es nicht, ja, nicht zu groß. Okay, warte mal. Vielleicht... Ich gehe kurz nachrechnen, warte mal. Ja. Das wäre so groß. Ja, das reicht, oder? Ja, das passt dann ganz gut. Dann vielleicht hier zu Ende, oder? Oder nicht? Oder bis dahin? Nee, oder? Vielleicht noch eins zurück. Ja, zurück? Okay. Ja, so, dass man vielleicht vorne noch ein bisschen mehr Platz hat. Und dann so. Okay, dann hätten wir auf jeden Fall schon mal die Mauern. Es ist schon wieder dunkel, das gibt's nicht. Ich weiß nicht ganz, wie das aussehen soll, dass es nicht aussieht wie ein Wohnhaus. Das weiß ich leider nicht. Egal. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, sehr schwierig, ne? Ich weiß auch nicht, ob Holz... Naja, wir können ja nicht schon wieder Stonebricks nehmen. Das reicht auch irgendwann. Nee, passt, glaube ich, schon ganz gut dann. Ja, okay. Ja, ich guck mal. Es sollte auf jeden Fall kein normales Dach haben. Es sollte auf jeden Fall ein Flachdach haben. Oder vielleicht so eine schöne Außenverzierung oder sowas. Quarz wäre natürlich auch krass, ne? Stimmt. Das wird schön aussehen, bestimmt. Ja, aber Quarz kriegen wir halt. Da brauchen wir wieder 100 Jahre, bis wir das halt haben. Stimmt. Wir machen es einfach ein bisschen rustikaler. Sieht halt dann ein bisschen aus wie... Ich weiß nicht. Gute Nacht. Gute Nacht. Und keine Ahnung. Das Dach wird mit Holz? Ja, nee, eigentlich mit Stein. Also entweder wir machen es halt mit normalen Cleanstone oder wir nehmen halt wieder diese interessanten, diese Double Cleanstones, diese... Stimmt. Eins davon. Ich würde es auf jeden Fall nicht aus Stonebricks wieder machen dann. Damit wir uns das jetzt noch ein bisschen verbildlichen, werde ich jetzt erstmal hier drauf die Cleanstone Slabs machen. Und ich denke, es wird ganz cool aussehen, wenn das ein bisschen höher wäre. Aber ich glaube, das kann ich euch am besten zeigen, wenn ich es einfach baue. Weil sonst ist es immer schwierig, sowas zu erklären. Okay, dann kommt jetzt erstmal hier die erste Hälfte vom Dach drauf.
Und dann seht ihr auch schon direkt, dass das größer ist. Magmama ist sogar noch größer. Und das Dach wird sich deswegen so ein bisschen erheben. Und ich glaube, das sieht ganz cool aus. Und das sieht doch voll gut aus bis jetzt, das oder? Stimmt. Eigentlich, genau so habe ich es mir vorgestellt. Ich glaube nur noch, wir sollten ja das Dach immer noch eins weiter nach vorne setzen. Das ist nicht, dass es ein bisschen überdachter aussieht. Theoretisch könnten wir auch das Dach bis hier vorne, dass die auch die Gleise überdacht sind. Aber vielleicht ist es zu viel. Ja, ich glaube auch, dass es zu viel ist, wenn ich ehrlich bin. Wenn zu, ja, weiß ich nicht. Könnte auch cool aussehen, könnte auch zu viel aussehen. Man könnte das ja auch nur für die Strecke machen, aber vielleicht sieht es dann auch aus wie so ein Klotz, ne? Ja, stimmt. Ich glaube, so sieht es erstmal ja, ganz gut aus. Ich glaube auch. Okay, und guck mal, ich weiß nicht, ob das nice ist. Ich habe jetzt hier so ein bisschen das höher gemacht. Vielleicht machen wir sogar noch eins höher. Da habe ich mir gedacht, dass dann da nochmal, also das Dach versetzt drauf ist. Weißt du, was ich meine? Bist du eigentlich noch hier? Ey, ich wollte gerade was zeigen. Oha. Okay. Ich hole gerade Erde. Ja, okay. Ja, das sieht bestimmt schön aus. Ja, okay. Aua. Ich merke schon. Also der Epic hat mich jetzt davon abgebracht, das eins höher zu setzen. Deswegen, ich weiß nicht so ganz, entweder wir machen hier so eine ganz kleine Erhebung. Ich glaube, es ist aber eigentlich unnötig, wenn ich ehrlich bin. Deswegen, ja, machen wir jetzt einfach vielleicht ein flach, ganz flaches Dach. So, jetzt haben wir hier die letzten Steine. Das ist natürlich auch nicht so nice, ne? Zum Steine brauchst du auch noch Steine? Ja, wahrscheinlich schon. Ja, weißt du, was man auch machen könnte? Wie würde es aussehen, wenn wir... Oh. Wie würde es aussehen, wenn wir das so machen? Oder ist es blöd? Nochmal so? Nee, vielleicht sieht es ganz cool aus. Ein kleines Überdach. Ja. Ja, ich glaube, das ist ganz cool. Okay, cool. Wo bin ich denn hier drin? Okay, dann mache ich das jetzt hier so. Das Haus, ja, sieht interessant aus bis jetzt. Aber das machen wir natürlich auch noch schön. Also Leute, das ist jetzt ja auch nur der Grundstein. Es wird die nächsten Folgen auf jeden Fall noch besser aussehen. Mit den Schienen alleine und allem drum und dran. Und es wird dunkel, das heißt, wir sollten eigentlich schlafen gehen. Gute Nacht, sleep well. Ich muss jetzt anfangen, übrigens Stein zu holen. Nice. Oh, ich kann dir gleich ein bisschen helfen, wenn du magst. Ja, danke. Ich mache gerade noch die Unterbelege für die Schienen hier im Bahnhof. Ja, ich würde nicht gerne meine Diamantspitzhacke nehmen. Die ist fast kaputt. Ja, was meine hält noch ein paar Blöcke. Ja, meine hält auch ein paar Blöcke, aber ich will eigentlich nicht. Ja, ich bin hier direkt in diese kleine Höhle hier gegangen. Ich will mir jetzt hier so einen kleinen Weg bauen. Siehst du mich? Nee. Ich bin hier. Ja, da hole ich mir jetzt ein bisschen Steini raus. Vielleicht so zwei Stacks. Vielleicht will mir Diamanten. Nein, das ist jetzt komplett was anderes. So, ich habe Efficiency 3. Das geht sehr schnell. Ja, bei mir wird es eigentlich auch gut gehen, aber ich habe Angst. Meine Eisenspitzhacke ist eh gleich kaputt. Ich muss eh gleich meine Diamantspitzhacke nehmen. Es wird schon wieder dunkel. Okay, ich habe es jetzt so ein bisschen schon mal angefangen. Also schön zu machen, sag ich mal. Wollen wir hier vorne so auflassen? Ja, oder? Habe ich mir jetzt eigentlich so vielleicht gedacht. Können wir eins an die Seite noch machen? Ich dachte hier so vielleicht das. Moment. Ja, 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 auf jeden Fall nicht ganz so. Also schon wie du machst, wie du es gerade machst. Okay, jetzt ist das, ist das schön. Nice? Ja, oh. So? Ja, besser. Ich dachte eher so als Schutzding, aber es sieht nicht so nice aus, stimmt schon. Okay, dann mache ich es auf der anderen Seite auch nochmal ganz kurz. Drinnen, das wissen wir ja, wir haben ja fast nirgendwo drin was schön gemacht. Siehe unser Farmhaus, siehe unsere Mühle. Aber unser Haus sieht schön aus. Aber unser Haus sieht schön aus und unser Bürgerhaus sieht auch schön aus. Deswegen, es kommt alles nach und nach. Ich muss jetzt nochmal ganz kurz welche machen. Wie viele brauche ich denn? Ein paar. Okay, und dann... Ja, sind wir eigentlich schon mal für den Großteil, glaube ich, fast fertig. Ne? Also es ist schon mal so, das Grobe ist schon einfach schön, würde ich sagen. Das stimmt. Ja, ich schau mal ganz kurz. Vielleicht das kann ganz Grobe. Vielleicht können wir hier so ein paar, wie sollen wir das denn machen? So, guck mal, wollen wir hier so... Guck, und dann steht hier zum Beispiel... Warte, ich bin dran. Warte. Dahin. Oh, ja, das ist schön. Und dann kann man, überall noch sagen, wo man hin könnte. Ja, das ist wie so ein kleiner, da kann man da Tickets kaufen. Ein Fahrplan, so um 16 Uhr fährt das und das ab. Und 12 Uhr fährt das und das ab. Dass das man weiß, ist cool. Dass auf Gleis 1 zum Beispiel ist immer die Verbindung zum Beispiel in die Richtung zu unserem Dorf, beziehungsweise zu unserem Haus und in die Richtung zum Beispiel zu diesem Dorf dahinten. Das ist schön, das ist richtig nice. Okay. Und da kann man hier auch umsteigen. Das ist echt cool. Ja, das ist
Sehr cool. Und Leute, wenn ihr noch Vorstellungen habt, wie unser Bahnhof schöner werden könnte, könnt ihr es auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Wir werden dann hier auf jeden Fall einen Ticketschalter hinmachen. Hier draußen kommen dann überall noch ein paar Sitzmöglichkeiten hin, Stühle oder Bänke. Unsere Betten kommen natürlich weg. Und dann mit den ganzen Schienen, die wir dann irgendwann haben. Ich glaube, das wird so, so cool aussehen. Vielleicht könnten wir auch einen Villager hinstellen. Auch nice. Stimmt. Und vielleicht sollten wir gucken, das ist noch so ein bisschen... Ja, es ist halt sehr viel Stein, ne? Sehr viel Stein, so viel Holz. Aber ich meine, das kann man jetzt nicht großartig ändern. Aber ich glaube, alleine durch Kleinigkeiten am Bahnhof wird es irgendwann richtig schön aussehen. Ja, das stimmt. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Tschüss!